Herzlich willkommen zum Maler TV. In dieser Folge geht es um die Firma Voodoo Veda und zwar um eine Holzwand. Ja, Holzoptik, richtig cool, wie ich finde, bringt richtig viel Wärme in den Raum hinein. Dieses Holz ist wirklich Altholz, richtig rustikal, so wie ich es auch wollte. Man kann damit Akzentwände setzen, hinter Aquarien, hinter Kaminen oder man macht halt so wie ich eine ganze Wand. Ja, bringt wie gesagt richtig viel Wärme, ist mal was völlig anderes als Tapete oder was man sonst immer an den Wänden hat. Das war mir auch ganz besonders wichtig und deswegen bin ich auf die Firma Voodoo Veda gekommen, weil diese Technik hier auch ziemlich einfach ist, also für jedermann nachzumachen sozusagen. Es gibt Parkettkleber und es gibt die Holzschindeln und wie das jetzt genau funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Kommt mit auf die Baustelle. In dieser Folge möchte ich mit euch zusammen eine Voodoo Veda Altholz Kiefer Holzwandpaneele an die Wand bringen. Die Voodoo Veda Altholz Kiefer Palette habe ich mir hier ausgesucht. Dieses Paket hier ist ein Quadratmeter und so wird das auch zu euch dann geliefert. Ich habe mich extra für dieses Altholz entschieden, weil ich dieses Rustikale ganz klasse finde. Sieht dann nachher so aus mit den Riemchen. Extra kleine Riemchen, das heißt, ihr habt hier viel, viel mehr Kreativität, Gestaltungsfreiheit. Ihr könnt die so kleben, ihr könnt die so kleben, ihr könnt die diagonal kleben, eine kleine Wand machen oder, wo ihr halt wenig Verschnitt habt mit diesen Riemchen. Wichtig ist, dass ihr den Untergrund vorher vorbereitet. Schritt Nummer 1, Tapeten ab. Kleine Lunker, kleine Löcher können ruhig bleiben. Große Löcher oder große Vertiefungen oder wenn ihr eine Elektroinstallation da habt, eine Verteilerdose, das solltet ihr großflächiger ein bisschen abspachteln, glatt machen, dass die nachher auch nicht kippeln zur Seite. Ja. Tapeten ab natürlich, die Wand sollte nicht kreiden, also die sollte nicht abfärben, die sollte schön glatt sein, saugfähig sein. Eventuell könnt ihr auch die Wand in einen dunklen Farbton vorstreichen, je nachdem welches Holz ihr nehmt, damit auch später, wenn mal eine Fuge hier auf ist, dass der Untergrund nicht richtig weiß durchscheint nachher oder durchschimmert. Etwas dunkel machen und alles ist gut. Ihr könnt Tiefgrund nehmen, ihr könnt eine billige Baumarktfarbe nehmen zum Grundieren der Wände. Das also kein sandender Putz, das wäre katastrophal. Wir bringen hier gleich den Vakuol-Parkettkleber auf mit einer Dreierzahnung. Also eine Zahnkelle solltet ihr haben. Hier in diesem Schritt habe ich jetzt schon meine Wand angezeichnet. Ich habe die ausgerechnet, die waagerechte und die senkrechte hier mit einem Laserstrahl angezeichnet sozusagen. Ihr solltet eventuell auch hier, wenn ihr keinen Laser habt, müsst ihr dann eine Wasserwaage nehmen und hier halt einen ordentlichen geraden Strich ziehen. Danach müsst ihr euch dann richten, dass die Wandpaneele natürlich auch schön gerade aufgebaut wird. Ja, das wäre es eigentlich schon. Also etwas Planung gehört dazu. Ihr solltet natürlich auch nicht hier zwei helle nebeneinander machen. Das wird nachher im, oder drei helle, wie auch immer, das sollte nachher nicht auffallen. Ihr solltet schon ein bisschen gucken. Vielleicht legt ihr euch so ein Paket dahin und tauscht mal einzelne Bretter aus. Es kann mal sein, dass die hintereinander gesteckt sind und das sollte natürlich nicht dann passieren. Da guckt man dann später irgendwie immer drauf. Das sollte schon ein wildes Muster dann nachher ergeben. Ja, wie gesagt, Altholzkiefer habe ich mich entschieden. Sehr, sehr schönes Design finde ich. Etwas rustikal hier mal, ein bisschen aufgeplatztes Holz und gar nicht mehr so glatt. Ich finde das richtig schön, richtig toll und das wird eine richtig schöne Hinguckerwand. Wie gesagt, mit den kleinen Riemchen könnt ihr kleine Akzente setzen, auch hinter den Kamin oder wie auch immer, wo ihr irgendwie Wände habt, wo so eine Holzwandverkleidung sieht immer gut aus, sieht immer wohnlich aus, gemütlich, elegant, wie ich finde. Und wir fangen jetzt hier an.
Ersten Schritt habe ich natürlich gemacht, hier die Wand etwas vorgearbeitet, ein paar Löcher zugespachtelt, gar nicht so viel groß Vorarbeit geleistet hier, muss ich sagen, hier das Loch kann ruhig bleiben, das mache ich nachher ein bisschen zu und wie gesagt, das überdeckt auch der Kleber und nachher auch das Riemchen, diese Holzverblender. Ja, das war's schon. Jetzt zeige ich euch, wie ich jetzt arbeite. Ich habe mir schon mal etwas Gedanken gemacht, ob ich hier oben auch vernünftig hinkomme oder ob ich da so ein kleines Stück reinflicken kann. Ihr könnt anfangen von unten. Ihr könnt anfangen, wie ich es mache. Ja, mache hier von der Mitte aus. Wegarbeiten von oben bis nach unten, dass ich auch alles gleich habe. Ihr könnt auch von oben wegarbeiten, dass ihr auf jeden Fall sicher seid, dass ihr oben hier ein volles Brett habt. Ihr müsst irgendwo sowieso schneiden, mit einer Kappsäge oder mit einer Stichsäge. Ich werde hier auch die Fabrikkante hier an meiner Außenecke jetzt immer anlegen. Ich werde immer von links nach rechts arbeiten und weil ich gerne die Fabrikkante, die geschnittene Kante an dieser Außenecke haben möchte. So, ihr solltet euch ein bisschen Gedanken machen vorher und dann kann es auch schon losgehen. Ich werde mal eben gucken, ob ich da oben auch nachher einen schönen sauberen Abschluss mit einer vollen Leiste bekomme. Und zwar nehme ich mir einfach hier drei Holzverblender und halte die einfach mal eben so an. Ich habe gerade eben geguckt, ob diese Leiste hier gerade ist. Ja, sie ist gerade. Und ich werde mir hier einfach mal... Ich nehme mir die Zeit ruhig, um hier vernünftig Vorarbeit zu arbeiten. Kann ruhig mal ein bisschen länger dauern, das ist gar nicht so schlimm. Ja, ich will es ja vernünftig nachher auch haben. Von daher mache ich es jetzt so. Ja, ich gucke mal eben, wie weit ich mit so einer Dreierreihe dann komme. Ob mein erster Strich hier vernünftig ist. Ja. Wie gesagt, ist erstmal nur so eine kleine Hilfe, wo ich dann überhaupt hinkomme. Ja, seht ihr, hier komme ich dann nachher hin. Das heißt, ich hätte da oben so ein kleines Stück. So, möchte ich nicht haben. Das heißt, ich muss ein bisschen tiefer gehen. Und das werde ich auch so machen, dann habe ich oben halt ein schönes Stück. Oder ihr fangt halt oben an, wenn ihr euch zu 100% sicher seid, dass alles gerade ist. Ja, ihr könnt auch oben anfangen. Aber ich fange lieber oben unten an, hier an der einen schönen geraden Strich, mache mir eine Dreierreihe, so ein Stück und ziehe einmal komplett durch mit Kleber. Das werde ich mir dann schön abkleben und so arbeite ich dann. Hier habe ich meine ersten drei Reihen. Jetzt mache ich nochmal drei Reihen. Und ich werde mir jetzt nochmal eben diese Reihe anzeichnen. Und zwar komplett einmal durch. Und ich mache gleich dieses Stück. Klebe ich gleich ein. Dann habe ich schon mal hier den Anfang gemacht. Ich werde nachher schön oben dran kommen. Dass ich oben auch nichts schneiden muss. So, das ist jetzt meine Vorbereitung. Ich werde jetzt hier meine Fläche eben abkleben. Ja, das mache ich hier. So arbeite ich auch im Bodenbereich teilweise, dass ich mir die Kleisterfläche eben abklebe. So habe ich nicht die Wand noch verschmiert und der Kleber zieht an. So teile ich mir das dann immer ein. Und so ist einfach sauberes Arbeiten. So habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und das gebe ich gerne an euch weiter. Hier natürlich nach oben hinweg kleben, nicht nach unten. So, das ist meine erste Fläche hier, die ich benetzen möchte. Ja, jetzt rühre ich den Kleber an sozusagen. Ich habe hier ein sauberes Gefäß, einen sauberen Eimer
Und da drin mache ich jetzt den Parkettkleber immer Stück für Stück. Also ich werde hier irgendwie 2, 3 reinhauen. Nicht zu viel. Ihr könnt euch das mit diesem System sehr gut einteilen. Ja, das machen wir jetzt. Und gleich ziehe ich das mit einer 3er Zahnkelle auf. Ihr sollt natürlich auf das Muster achten. Also braucht ihr auch halbe. Und zwar sind die ja 20 cm. Und ihr braucht natürlich dann auch halbe, also 10 cm, damit ihr auch hier nachher schön im Verband legen könnt. Also dafür habe ich mich jetzt entschieden. Ja, ihr könnt ja jetzt hier nicht die ganze Zeit durcharbeiten. Ja, vielleicht guckt ihr auch mal, hier ist jetzt komplettes Loch drin. Ja, ist eben Altholz, so ist es nun mal. Vielleicht solltet ihr da mal gucken, ob ihr da irgendwie so alte, die ihr nicht braucht, sozusagen, die ihr nicht komplett durchlegen könnt, die als halbe nehmt und alles ist gut. Ich werde jetzt zum Packen nehmen und runter in den Keller gehen und mit meiner Metorbo Kappsäge einmal durchkappen. 20 cm sind sie, dann werde ich hier eben 10 cm anzeichnen, also die Hälfte, und werde das jetzt hier einmal durchkappen. Ich sehe anhand meines Doppellinienlasers, wo ich bin. So habt ihr auch, wenn ihr so einen Stapel jetzt durchschneidet, habt ihr es auch ziemlich genau und gleich. Das ist eigentlich alles gleich. Ja, noch ein kleiner Tipp. Ich trage immer gerne solche Haushaltshandschuhe hier, solche Vinyl. So kann ich das mal schnell wechseln, wenn mal Kleber an den Händen kommt. Ja, und ihr solltet immer auch ein paar Reinigungstücher dabei haben, falls ihr mal Parkettkleber auf dem Holz bekommt, dass ihr das auch gleich abwischen könnt, oder ein bisschen Wasser und einen Schwamm. Und so habt ihr das dann immer schön sauber. Sauberes Gefäß und schneid mir hier oben die Tube ein. Und ja, ist zähes Zeug etwas, aber ich drehe das hier oben dann immer, so habe ich auch alles dann vernünftig im Eimer und kann daraus dann schön arbeiten. Ja, guckt euch mal dieses schöne Design an, richtig schöner Farbverlauf. Richtig schönes altes Holz. So wollte ich das haben. Ich kann losgehen. Ich habe jetzt den Parkettkleber hier eingefüllt im sauberen Eimer. Ich habe mir hier meine Kelle geholt. Handschuhe habe ich an. Und ja, jetzt beginne ich einfach mit dem Klebeauftrag. Ich nehme mir hier ein bisschen Kleber und werde das hier jetzt schön auftragen mit einer 3er Zahnung. Wichtig ist auch, dass ihr die Zahnung dann vernünftig auch haltet. Nicht hier glatt spachteln, sondern ihr sollt es wirklich abzahnen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Klebeauftrag ist nicht zu verachten. Hier natürlich arbeite ich ein bisschen sauberer an meiner Außenecke, dass hier auch kein Kleber nachher überquillt an die Tapete. Aber wie gesagt, ihr solltet euch dann auch einen Wassereimer oder Reinigungstücher beiseite legen, ja, damit ihr auch, falls irgendwas ans Holz kommt, das vernünftig wieder abbekommt oder gleich abmachen, ne? Dann habt ihr auch keine Probleme. Deswegen habe ich hier abgeklebt. Ich habe hier eine schöne Kante nachher, die ich schön gerade dann abziehen kann. Ja, ihr solltet euch dann auch ein Müllsack zur Seite legen, wo ihr dann halt das Teaser direkt reinmachen könnt, weil Kleber an Polstermöbeln oder wo auch immer sieht man nicht gerne. So. Und so gehe ich halt weiter jetzt. Werde die Wand hier schön benetzen mit Kleber. Wie gesagt, alles, was ihr dazu benötigt, kriegt ihr im Voodoo Veda Shop.
Auch, wie ich finde, zum relativ fairen Preis. Also, ich finde, die Preise sind absolut völlig in Ordnung. Kann man sehr, sehr gut einkaufen. Und die Abwicklung funktioniert super. Der Service ist gut. Ich hatte immer einen Ansprechpartner. Wurde immer auf dem Laufenden gehalten. Von daher kann ich da nichts Negatives sagen. Perfekt. Ja, falls ihr dann auch jetzt gleich die Reihe dann legt und ihr habt eine längere Wartepause, solltet ihr den Kleberspachtel auch immer schön sauber machen. Nicht, dass ihr am Ende hier mit so einem blöden Spachtel arbeitet, der nicht sauber ist. Ja, Sauberkeit steht immer an erster Stelle. Das ist ganz wichtig. Wer vernünftig arbeitet, kriegt auch ein vernünftiges Ergebnis. Das ist nun mal so. Ich denke, ich bin mit meinen drei Reihen hier gut bedient. So kann ich hier schön durchlegen. Und vielleicht kann man auch mehr machen, mehr einkleistern oder einklebern. Das ist auch kein Problem vielleicht. Aber man sollte auch sich nicht selber überschätzen. Ja, nicht, dass der Kleber nachher zu schnell antrocknet und ihr habt nachher keine Benetzung mehr. Das wäre natürlich auch fatal. So, die erste Fläche ist eingeklebert. Jetzt ziehe ich das Teser hier vorsichtig ab, sodass ich eine richtig schöne gerade Linie habe. So kann ich dann auch gleich richtig schön anfangen, meine erste Reihe zu legen. Deswegen sage ich, ich nehme gerne solche Handschuhe, die ich auch mal eben schnell wechseln kann. Und keine teuren Handschuhe. Die kann ich immer schnell wechseln, wenn hier Kleber dran ist. So teuer sind die nicht. Und jetzt werde ich schön meine erste Reihe legen. Fange mit einer vollen an. Dann werde ich nachher das Muster reinlegen, halb und halb. So, ich werde hier richtig schön jetzt meine erste, mein erstes Holz hier rankleben. Ja, wie gesagt, Holz hat nun mal was, ne? Dieses kaputte, dieses interessante, das darf auch kaputt sein, so ist es ja auch gewollt. Es darf auch ein bisschen rustikal sein, es muss... Sind jetzt nicht alle Dielen perfekt gleich, ja? So ist es aber auch gewollt. Und man darf jetzt hier nicht nachher bemängeln, hier ist was kaputt und da ist was kaputt. Nein, es ist, so wollen wir das ja. Wir wollen ja kaputtes Holz hier, Altholz ist es nun mal. Das haben wir bestellt. Und so soll es dann nachher ja auch sein. Bisschen fest andrücken dann und ihr seht ja schon, dass das klebt. Wir kontrollieren das gleich nochmal hier mit einer Wasserwaage, ob wir auch völlig richtig sind. Ja, ihr solltet dann auch gucken, blödes Holz solltet ihr natürlich ein bisschen aussortieren, was hier nicht so, was nicht so schön ist. Ja. Aber es ist eben wirklich Design. Wir können auch gleichzeitig hier eine mit einer halben anfangen. Dann sehen wir das Muster eventuell besser. Ihr könnt auch Pakete dann schön mischen. Ja? Wenn ihr jetzt hier verschiedene Pakete habt, das könnt ihr immer schön mischen. Das soll ja nicht alles aus einem Guss kommen, sage ich mal. Ich nehme ein paar Riemchen hier raus, ich nehme ein paar Riemchen da raus. Ich möchte gerne diese Hälfte nachher haben, also schön Stück für Stück. Da nehme ich mir dann meine geschnittenen Hölzer hier raus. Ja, und so basteln wir uns dann Stück für Stück eine schöne rustikale Wandverkleidung. So, ihr solltet natürlich ab und zu auch hier mal komplett die
Runde hier korrigieren oder gucken, ob ihr noch da seid. Ja, komplett schön gerade, hundertprozentig, können so weitermachen. Einige sind aufgrund auch dieser Wand, die ist in sich etwas wellig. Da steht dann schön diese Kante hervor. Das macht nochmal einen besonderen 3D-Effekt, wie ich finde. So ein bisschen richtig schön rustikal, so wie ich es auch wollte. Also, ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass... wird nachher richtig toll aussehen. Also wenn die ganze Wand dann fertig ist, sieht das richtig klasse aus. Hat richtig einen gemütlichen, echten Charakter. Also Holz ist ja sowieso ein sehr, sehr schöner Baustoff. Richtig schön. Man holt sich ein Stück Natur ins Haus. Besser geht's doch gar nicht. Also dieses kaputte teilweise, wo mal was reingeschlagen ist oder wurde, das gefällt mir ganz besonders gut. Ich gucke mal so ein bisschen, dass ich hier eine einigermaßen ja, gleiche Optik habe, aber man kann eigentlich so wegarbeiten. Die Hölzer sind schon sehr gut sortiert, sage ich mal. Ja, dieses Holzstück hier jetzt gefällt mir nicht so gut, aber ich lasse es trotzdem dran. Doch, hat irgendwie doch was. Also man muss sich davon frei machen mit diesen Muster oder Muster legen. Dies gefällt mir nicht, dies gefällt mir nicht. Nein, so ist es, so muss es dran. Das ist nun mal so. Hier mal ein schönes helleres Holzstück. Das macht nun mal diese Muster hier aus. Ich sag ja, ihr solltet euch immer aus irgendeinem, ihr sollt euch drei Pakete hier hinstellen und immer irgendwie aus irgendeinem Paket irgendwas nehmen, dann habt ihr auch eine schöne Mischung drin. Ja, jetzt muss ich eben hier schneiden gleich. Diese Fummelei mache ich aber gleich, also ja, ist kinderleicht, sage ich mal, ne? Ihr macht einfach hier, drückt einfach die Bretter dran. Ich denke, das kriegt jeder hin. Wichtig ist, einen schönen sauberen Klebeauftrag. Hier richtig klasse, so richtig alt, so richtig reingeritzt hier. Ja, da muss ich aber ein paar andere nehmen. Ich will ja nicht von der gleichen Sorte hier alles haben. Da muss man mal ein bisschen variieren. Die erste Reihe habe ich jetzt hier komplett dran gemacht. Also hält bombig, hält super. Ich habe kein Verrutschen gehabt. Ich habe hier keinerlei Probleme gehabt. Ja, die erste Reihe, wie gesagt, hinten ein bisschen Schnibbelei, ist völlig klar. Irgendwo halt muss geschnitten werden. Wie gesagt, ich habe ja von links nach rechts gearbeitet, weil ich links gleich die Außenecke, die Fabrikkante habe. Ich habe das wirklich immer so gemacht, dass ich wirklich immer den gleichen Abstand habe. Ich habe hier keinen wilden Verband, den Abfall, der hinten wegfällt, vorne wieder dran. Das kann man so machen, ja, ist nicht mein Geschmack so, ich habe gerne, dass das ein bisschen gleichmäßig aussieht, diese Fugen, dass sie hier auch dann stimmen.